Guten Morgen. Patrick, der Applaus galt, glaube ich, dir für die schöne Musik von 2001. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier heute in Bad Göggingen zur AAS-Tagung, dem berühmten One-Day-Meeting. Wenn wir uns heute, meine Damen und Herren, hier auf diesem Kongress treffen, dann tun Sie und ich Dinge, die eigentlich nur wir Menschen können. Wir fahren mit dem Auto, wir laufen mit dem Gepäck bis zum Hotel, wir schreiben mit einem Kugelschreiber. Kein anderes Wesen dieses Planeten kann das. Im Kern der Paläozän-Theorie steht von Beginn an ein großes Fragezeichen. Wie wurde der Mensch zum Menschen? Die Evolutionstheorie geht davon aus, der Ursprung des Lebens müsse auf die unbelebte Materie zurückgeführt werden. Unser Körper, unsere Gedanken, unser Bewusstsein wären ausschließlich im Prozess der Evolution entstanden. Sie wissen wie ich, dass diese Theorie heftig und kontrovers diskutiert wird. Seit sie Charles Darwin 1858 veröffentlichte. Allein 2020 formierten sich über 1000 Wissenschaftler aus einer Vielzahl von Disziplinen, die kritisch zur angeblich natürlichen Selektion und zur Zufallsmutation als treibende evolutionäre Kraft Stellung bezogen. Kalter Wind für Darwins Theorie, hieß es in den Medien. Gefordert wird eine sorgfältige Untersuchung der Beweise für die darwinistische Theorie. Angebliche Belege sollten detailliert und offen überprüft werden, so die Wissenschaftler, die sich fragen, ob der Neodarwinismus die Komplexheit und Vielfalt der natürlichen Welt zufriedenstellend erklären könne. Zudem wird moniert, in den letzten Jahren habe es Aktionen von Anhängern der Evolutionstheorie gegeben, um eine offene Diskussion über die wissenschaftlichen Beweise für und gegen den Neodarwinismus zu verhindern. Schlagen wir in dem Standardwerk Philosophie der Biologie nach. Dort lesen wir über die Begründungsstruktur der Evolutionstheorie, Zitat, dieses auf den ersten Blick so eingängige Bild des Vorläufers der Evolution als ein Naturvorgang trübt sich aber ein, sobald wir nach den Quellen des Wissens fragen. Betrachten wir übliche Darstellungen evolutiver Verläufe, so handelt es sich in der Regel um Berichte, die den Eindruck vermitteln, der Berichtende sei ein Zeuge des Geschehens. Die Methode und damit das Wissen, das in der Anfertigung des Berichtes einging, werden zumeist nicht explizit bestimmt. Zum Problem wird diese Vernachlässigung spätestens dann, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse differieren oder sich gar widersprechen. Die Evolutionsbiologie bietet uns ein ganzes Feld sich zum Teil gegenseitig ausschließender Theorien. Weiter wird darauf hingewiesen, dass Evolution kein empirischer Sachverhalt sei, dass es zu spezifischen Kurzschlüssen und Begründungsfehler evolutionärer Theorien komme. Die Paläozän-Hypothese setzt dagegen die Überlegung, dass an verschiedenen Stellen das Leben durch außerirdische Einflüsse auf der Erde entstanden sein könnte. Allen voran war es der Mitentdecker der DNA, der Nobelpreisträger Francis Crick, der diese Theorie vertrat. Aber auch gezielte Manipulationen durch extraterrestrische Besucher liegen im Fokus dieser Hypothese. Der Promoter der Paläozän, Erich von Däniken, hat unter anderem hierzu 2020 das sehr empfehlenswerte Buch Alles Evolution oder was veröffentlicht. Schauen wir uns unter dieser Perspektive einmal neuere Arbeiten aus der Evolutionsbiologie an. In ihrem 2019 publizierten Werk »Wie wir Menschen wurden«
skizziert die renommierte deutsche Paläontologin Professor Madeleine Böhme ein verändertes Gesamtbild der menschlichen Evolutionslinie. Sehr klar formuliert sie, wie zuverlässig die Informationen sind, die derzeit über die frühesten Vormenschen vorliegen, ist selbst für erfahrene Experten schwierig zu beurteilen. Und sie plädiert dafür, das derzeitige Evolutionsmodell unserer Verwandtschaftslinien auf den Prüfstand zu stellen. Zitat Ende. Das hat viele Gründe und ich will einige davon ansprechen. Wie zuverlässig sind die Informationen über Affen, Vormenschen, Urmenschen, Mensch? Im Juli 2001 sicherte eine kleine Gruppe von Paläontologen im Tschad vor einer Düne aus dunklen Objekten, auf dem Sand liegend, Schädel und Knochen. Sie waren freigelegt worden durch Sandverschiebungen. Ein Jahr später war dann die Sensation perfekt. Die Untersuchungen ergaben, dass der älteste Vorfall des Menschen gefunden sei. Ein Vormensch kurz nach der Trennung von Schimpansen. Dieser Sahelanthropus tschadensis sei nämlich vor 6 bis 7 Millionen Jahren durch Nordafrika gestreift. Das flache Gesicht, die kleinen Eckzähne, die Stärke des Zahnschmelzes, all dies deutet auf eine bereits menschenähnliche Kreatur. Aber es dauerte nur Monate und namhafte Wissenschaftler veröffentlichten eine Stellungnahme, in der sie Zweifel anmeldeten. Sie kamen zu dem Schluss, ein weiblicher Vorgorilla sei gefunden worden. Dies wiesen wiederum die Entdecker zurück. 2005. Erstmals wird eine Rekonstruktion aus den zerbrochenen und deformiert aufgefundenen Teilen des Schädels präsentiert. Brunet, der Entdecker, und sein Team versichern, der Fund gehöre eindeutig zu einem Vormenschen. Das Hinterhauptloch liege unter dem Schädel, was bekanntlich zu einem zweibeinigen Gang führte. Doch sieht man exakt hin, ist ausgerechnet der Bereich, wo das Hinterhauptloch liegt, sehr stark beschädigt. Weitere Argumente gegen eine Zuordnung des Sahelanthropus zur menschlichen Linie mehrten sich. Dennoch änderten etliche Paläontologen nicht ihren Standpunkt. Doch es kommt noch besser. 2010 taucht im Labor von Roberto Macchiarelli, dem Leiter der Geowissenschaften der Universität Poitiers, ein bislang unveröffentlichtes Foto der Fundstelle von 2001 auf. An dieser Universität arbeitete auch Michel Brunet und sein Team. Auf dem Foto ist ein schwärzlicher Knochen zu sehen, der unmittelbar bei dem Schädel gelegen hatte. Doch dieser Knochenschaft wird bislang in keinem Forschungsbericht erwähnt. Wie war das Foto in den Besitz Macchiarellis gekommen? 6 Jahre zuvor hatte sich die Doktorandin Aude Bergerie an Macchiarelli gewandt. Sie wertete gerade die gesamten Funde aus und stieß dabei auf diesen Knochenschaft. Beide kamen zu dem Schluss, dieses Teil gehöre zu einem Menschenaffen, aber zu einem, der nicht auf zwei Beinen lief. Was passierte? Der Oberschenkelknochen verschwand spurlos. Die Doktorandin verlor ihre Anstellung. Der Knochen ist nicht für Untersuchungen zugänglich. 2018 gehen Roberto Macchiarelli und Bergerie in die Offensive. Sie reichen einen Vortrag auf der Jahrestagung der Anthropologischen Gesellschaft von Paris ein, um eine Diskussion über den Fund voranzubringen. Der Vortrag wird abgelehnt. Brunet, von Kollegen aufgefordert, das Beweisstück vorzulegen, blockte ab. Vor einer Veröffentlichung gäbe es nichts zu sagen, meint er. Wer braucht 2 Jahrzehnte, um einen Knochen zu analysieren? Eine kritische Untersuchung ist offensichtlich nicht gewünscht. Und warum? Darauf gibt Madeleine Böhme eine Antwort. Soll durch dieses Vorgehen etwa die Theorie,
dass der älteste Vormensch aus Afrika kommt, um jeden Preis verteidigt werden? Dies ist übrigens kein einmaliger Fall. Als der Homo floresiensis 2003 auf der Pazifikinsel Flores entdeckt wurde, entbrannte auch hier ein heftiger Streit über seine Herkunft. Paläontologen zauberten eine evolutionäre Abstammungstheorie nach der anderen aus dem Hut. Da der Homo floresiensis nur um die 1 Meter groß war, vermuteten 2004 seine Entdecker eine stammesgeschichtliche Inselverzwergung von Homo erectus. Andere Forscher sehen zeitgleich eine krankhafte, veränderte Population des Homo sapiens, teilweise ohne je den Schädel gesehen zu haben. Hauptsache, die evolutionäre Rechnung geht auf. Die Reaktionen ähneln sich. Der oberste indonesische Paläontologe, Professor Teuku Jacob, überging sämtliche Argumente der Kollegen, damit seine bisherige evolutionäre Annahme nicht ins Wanken geriet. Er ordnete im Herbst 2004 an, die Fundstücke in ein eigenes Labor zu verfrachten. Die beteiligten Archäologen protestierten heftig. Professor Bert Roberts aus Australien kommentiert: Man könnte es Diebstahl nennen. Der Protest ließ den indonesischen Chefarchäologen kalt. Übrigens ein Homo erectus-Experte, der dafür bekannt war, dass er nur beschränkt Zugang zu Fossilien gewährt, so Spektrum der Wissenschaft. Und die Zeitschrift fährt fort: Manche seiner Kollegen fürchten, diese Knochen werden nun nie wieder untersucht werden. Der öffentliche Druck auf Jacob wurde indes so stark, dass er Ende 2005 die Funde wieder herausgeben musste. Wie ging die Geschichte weiter? 2010 erfolgt eine Veröffentlichung, dass Homo floresiensis eine lang überlebende Art des frühen Menschen sei, mit der größten Nähe zu frühen afrikanischen vor Homo erectus oder vor Homo ergaster. 2011 wird erneut die Inselverzwergung als plausibelstes Szenario angefügt und floresiensis wird zu einer eigenen Art erklärt, hergeleitet von Homo habilis. Damit noch nicht genug. 2013 wird publiziert, der floresiensis, wegen seiner Kleinwüchsigkeit auch Hobbit genannt, ähnle am stärksten einem Schädel aus Georgien, einer lokalen Variante des Homo erectus. Bloß dieser Fund ist ebenso uneindeutig zugeordnet worden wie Homo floresiensis, für den er nun als Referenz herhalten muss. Der georgische Fossilienfund von 2020 wird in seiner Verwandtschaft dem Homo ergaster zugewiesen. 2002 wird daraus eine eigene Art kreiert, der Homo georgicus. 4 Jahre später rückt der Fund in die Nähe von Homo habilis und Homo erectus. 2013 wird die Zuschreibung zu Homo georgicus widerrufen. Nun veröffentlichen die fleißigen Evolutionsbiologen eine neue Theorie, indem sie ihn durch weitreichende Neuinterpretationen zum ersten globalen Globetrotter erheben, den Homo erectus ergaster georgicus. Der Hobbit wäre somit etwas Ähnliches wie ein Homo erectus ergaster georgicus floresiensis. Und damit wäre wohl alles klar. Ist es nicht. Ich zitiere noch einmal die Paläontologin Madeleine Böhme. Vieles, was lange Zeit als unumstößlich galt, wurde in den vergangenen Jahren in der Paläanthropologie durcheinandergewürfelt und muss neu justiert werden. Zahlreiche neue Funde geben Rätsel auf und lassen sich nur schwer in ein Gesamtbild einordnen. Eine klare, eindeutig belegbare Abstammungslinie von den Vormenschen bis zu uns kann die Forschung bislang nicht vorweisen.
Die moderne synthetische Evolutionstheorie postuliert für die Entwicklung aller Lebewesen von der ersten Zelle bis zum Menschen Mechanismen von Rekombination, Mutation und Selektion. Das Seltsame ist, dass von der Mikro- bis zur Makroevolution keine Beweise für die Entstehung der Arten vorgelegt werden. Das Seltsame ist auch, wie oft die Wissenschaftler von neuen Erkenntnissen und Entdeckungen völlig überrascht werden. Und bislang als völlig unmöglich abgelehnte Ergebnisse werden plötzlich in ihre Evolutionstheorie hineininterpretiert, in oft 180-Grad-Wendungen. Aber nicht alle machen da noch mit. Einer von ihnen ist der deutsche Paläontologe und Entomologe Dr. Günther Bechli. Nach ihm sind mehrere evolutionär entstandenen Abstammungsgemeinschaften benannt worden. Er war von 1999 bis 2016 wissenschaftlicher Kurator am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart und er organisierte als Projektleiter im Darwin-Jahr 2009 die Sonderausstellung Der Fluss des Lebens, 150 Jahre Evolutionstheorie. Und doch türmten sich die Zweifel an den biologischen Ursprüngen der Evolutionstheorie so hoch auf, dass er sich gegen eine darwinistisch geprägte Entwicklung des Lebens wandte. Der Paläontologe zeigt beispielsweise couragiert die permanente Umschreibung der menschlichen Ursprünge durch seine Kollegen auf. In einem Essay unter dem Titel »Ein überhyptes Fossil« vom 23. September 2022 geht er einem bemerkenswerten Fund nach, dass 1983 in der Grube Messel bei Darmstadt in Deutschland entdeckt wurde. Der kleine Kerl hier mit einer Kopfrumpflänge von 24 cm stammt aus dem Eozän und ist 47 Millionen Jahre alt. Das Primatenfossil mit Spitznamen Ida, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wurde 2009 weltweit berühmt, als es der norwegische Paläontologe Jørn Hurum in einer groß angelegten weltweiten Medienkampagne als das langgesuchte fehlende Glied in der Evolution der Primaten verkündete. In einer BBC-Dokumentation wurde diese Entdeckung sogar mit Ereignissen wie die Mondlandung verglichen und als das achte Weltwunder präsentiert. Noch im selben Jahr regte sich Kritik. Dieser kleine Kerl hier gehört nämlich möglicherweise zu den Adapoiden, die in der Evolutionstheorie den Lemuren näher stehen als den menschlichen Primaten. Derzeit gilt das Fossil nur mehr als ein Vertreter eines unbedeutenden frühen Seitenzweiges der Primaten. Der mutige Evolutionsbiologe Dr. Günther Bechli machte sich zudem Gedanken über die schwindelerregende Überarbeitung dessen, wie er schreibt, was einst als sicheres Wissen galt, wie Menschen aus Afrika aufbrachen und sich auf den Rest der Welt ausbreiteten. Bechli, dieser einst überzeugte Evolutionsanhänger, vertritt inzwischen hinsichtlich der biologischen Ursprünge die intelligente Design-Auffassung. Aber wer könnte ein solch intelligenter Konstrukteur der Natur gewesen sein? Die Antwort der Paläoceti für unseren Planeten ist da klar formuliert, denn vieles weist auf Eingriffe außerirdischer Intelligenzen hin, von uralten Mythen bis hin zu biologischen Fakten. Auf dem One-Day-Meeting der AS 2016 hielt Armin Schrick, der heute auch hier ist, einen exzellenten Vortrag über einen möglichen Eingriff einer außerirdischen Zivilisation in die evolutionäre Entwicklung, der schließlich zum aufrechten Gang des Menschen führte. Sein Ansatzpunkt: das menschliche Kniegelenk kann eigentlich so in der Evolution gar nicht von alleine entstanden sein.
Armin Schrich ist seit über 35 Jahren Projektdirektor und Manager internationaler Firmen der Medizintechnik im Bereich orthopädischer Implantate und Kunstgelenke. Sehr kurz gefasst zeigt er die vielen radikalen, hochspezifischen, ungeklärten genetischen Veränderungen auf, die am Skelett des Menschen, vor allem beim Kniegelenk, nötig waren, um von einem Menschenaffen über den Australopithecus zu einem frühen Homo und Urmenschen hin zum Neandertaler, schließlich zum Homo sapiens zu gelangen. Gleichzeitig liege ich hierin der Schlüssel zur zivilisatorischen Entwicklung, denn der aufrechte Gang, bipedal, war Voraussetzung für die Freiheit unserer Hände und damit für die zivilisatorische Entwicklung. Schauen wir uns das Problem einmal etwas genauer an und begeben wir uns an einen der Orte, der als Wiege der Menschheit bezeichnet wird, nach Laetoli im Norden Tansanias. Dort existieren weltberühmte Fußabdrücke, die als früheste eindeutige Zeugnisse eines aufrechtgehenden Vormenschen gelten. Dass sich diese Spuren mehrerer Angehöriger des Australopithecus afarensis über 3,6 Millionen Jahre so gut erhalten haben, ist dem damals mit Vulkanasche bedeckten Grund zu verdanken, der aushärtete, bevor neue Asche hineinkam. Heute liefern sie im doppelten Sinn wegweisende Informationen über den Gang und die Füße dieser Vormenschen. Zu ihnen gehörte auch die berühmte Lucy. Offenbar hatten diejenigen, die hier ihre Spuren hinterließen, eine außergewöhnliche und merkwürdige Evolution sowohl ihrer Füße, ihrer Beine, des Beckens, der Wirbelsäule, des Brustkorbs, der Arme, der Halswirbel, des Schädels, der Muskulatur und natürlich des Kniegelenkes durchlaufen. Das menschliche Kniegelenk gilt als eines der komplexesten bekannten biomechanischen Systeme, das weder Orang-Utan noch Gorilla oder Schimpanse besitzen. Oh, da steht selbst Lucy Kopf. Bei allen anderen verwandten Arten sind die Knie stets gebeugt und befinden sich außerhalb des Körperschwerpunktes. Ihre Oberschenkel sind kurz und gebogen, ihr Becken ist kompakt, die Wirbelsäule ist nicht S-förmig gebogen, sodass der aufrechte Gang abgefedert werden könnte. Auch der Fuß erfuhr eine tiefgreifende Veränderung. Er ist kein Greiforgan mehr, sondern stabilisiert und balanciert das Gehen und Laufen durch einen massiven Großzeh, Verbreitung des Mittelfußes, der Ferse und ein Fußbein. In Laetoli sehen wir eine Momentaufnahme aus der Menschheitsgeschichte. Zugleich wird aber auch deutlich, welche erheblichen Probleme es gibt, die Anfänge des zweibeinigen Ganges zu erkennen, die zu einem hitzigen wissenschaftlichen Disput führten, da bei vielen Funden die entscheidenden anatomischen Regionen fehlen. Und selbst die berühmte Fußspur von Laetoli ist nicht eindeutig auszuwerten. Auch die so anschaulichen Rekonstruktionen übrigens sind mit großer Vorsicht zu genießen. Ob dieses Wesen wirklich so aussah, bleibt der Fantasie überlassen. Die Rekonstruktion des Kopfes des Australopithecus afarensis und anderer mit seinem etwa schimpansengroßen Gehirn beruht auf Teilen des Schädels und des Kiefers von unterschiedlichen Individuen. Zudem sind sie unvollständig. Da Weichteile nicht versteinerten, sind Ohren, Nase, Mund und Augenpartien, selbst die Behaarung, mehr als ungewiss. Aber vergessen wir nicht, hier wird eine Geschichte erzählt, die Geschichte einer Evolution, der nicht widersprochen werden soll. So werden zahllose Hintergrundannahmen getroffen über hohe Oberlippenregionen, Pigmentierung, glatte Haare und so weiter. Paläontologen müssen Meister eines Bildrätsels mit versteckten Karten sein, so Madeleine Böhme. Ja,
Und dann sind da noch diese seltsamen neuen Fußspuren, die in den letzten Jahren für Furore sorgten. Unweit der vermutlichen Afarensis-Fußspuren waren schon 1976 Anthropologen auf 5 andere rätselhafte Abdrücke gestoßen, die man für Bärenspuren hielt. Sie wurden wieder vergraben, um sie zu schützen. Jetzt hat man sie erneut ausgegraben und siehe da, es scheinen menschliche Spuren zu sein. Menschliche Spuren noch eines anderen Wesens, nicht desselben, wie wir eben gesehen haben, einer zweiten Menschenvorart. Stefanie Melillo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie kommentiert, das ergebe eine neue Sicht auf die evolutionären Kräfte, die in dieser frühen Phase der menschlichen Entwicklung am Werke waren. Ja, welche Kräfte mögen das denn gewesen sein? Und wie soll diese schon wieder neue Sicht über den Beginn der menschlichen Evolution aussehen? Allein in den vergangenen Jahren sind zahlreiche grundstürzende Funde ans Tageslicht geraten. Gregopithecus beispielsweise, von dem man noch nicht sicher weiß, ob er als Vormensch klassifiziert werden kann, ist da nur einer von diesen Urahnen, von denen wir nicht wissen, wie sie sich entwickelt haben. Der auf 7,2 Millionen Jahre datierte El Greco wurde in Griechenland und Bulgarien aufgespürt und passt überhaupt nicht zu der gängigen Lehrmeinung, die menschliche Evolution habe sich ausschließlich in Afrika entwickelt. Zur gängigen Lehrmeinung passt ebenso wenig die als fossile Fußspuren interpretierte Vertiefung auf einer Felsplatte auf Kreta. 2010 wurden sie erforscht und nach Expertisen vom Jahr 2021 auf ein Alter von 6,05 Millionen Jahre datiert. Die Abdrücke könnten Merkmal zweibeiniger laufender Hominine zeigen. Damit wäre der aufrechte Gang um schlappe 2,35 Millionen Jahre zurückdatiert. Ein gleiches Alter wird inzwischen auch dem Ororin aus Kenia zugebildet. Ebenfalls ein potenzieller Zweibeiner, von dem sich zum Beispiel ein Oberschenkelknochen erhalten hat, aber keinerlei Fußspuren oder Fußknochen. Noch sind diese Spuren umstritten, wirbeln aber erneut die Evolutionserzählung kräftig durcheinander. Professor Per Ahlberg wollte diesen Fund publizieren. Was passierte? 6,5 Jahre wurden seine Eingaben abgelehnt von anonymen Gutachtern. Erst 2017 wurde die Veröffentlichung dann möglich. Am 8.7.2022 entdeckten Forscher in Spanien das Gesicht des ersten Europäers, hieß es kürzlich in den Medien. Demnach sei der europäische Kontinent deutlich früher von aufrechtgehenden Frühmenschen besiedelt worden als bislang angenommen, nämlich schon vor 1,5 Millionen Jahren. Auch wenn es sich bei den Entdeckungen nur um Wangenknochen und Oberkiefer eines Frühmenschen handelt, reicht dies aus, um auch hier die Evolutionsgeschichte zu revidieren. Noch bis Anfang der 1990er Jahre gingen die Evolutionisten davon aus, dass die ersten Europäer vor ungefähr 500.000 Jahren gelebt hätten. Dann erhöhte man 1994 die Funde auf das Doppelte und jetzt auf fast das Dreifache. Zweifel an der Gesamttheorie zeigt man dennoch nicht und hat gleich unzählige Begründungen parat, warum die Theorie dennoch passt. Inzwischen positioniert sich eine Handvoll von Anthropologen, die radikal nur noch 2 gesicherte Arten anerkennen wollen. Den Homo erectus und den Homo sapiens.
alle anderen Arten, wie Homo ergaster, Heidelbergensis, Neandertaler, ließen sich nicht voneinander abgrenzen. Andererseits werden derzeit neben dem Menschen sogar mindestens 7 weitere Menschenarten aufgelistet, die zeitweise gleichzeitig mit dem Menschen lebten. Die Verwirrung scheint um sich zu greifen. Überhaupt scheinen die sonst so selbstsicher auftretenden evolutionstreuen Wissenschaftler, die nichts als ihre eigene Sicht gelten lassen, die evolutionären Geschehnisse in immer entferntere Zeitdimensionen verlagern zu müssen. Die Trennung der Menschen- und Schimpansenlinie wird bislang mit 7 Millionen Jahren berechnet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit müsse sie nun auf bis zu 13 Millionen Jahren angesetzt werden. Von 7 Millionen geschwind um 5 Millionen Jahre erhöht. Die Begründung für die Entwicklung des aufrechten Ganges lautet seit 1809, dass die Landschaft sich verändert hätte von einer Tropen- in eine Graslandschaft oder Buschsavanne. Wenn ein vierbeiniges Tier wie ein Schimpanse nun gezwungen sei, von den Bäumen herabzuklettern, um in der veränderten Umwelt Nahrung zu finden, benötige er die auf das Greifen der Äste spezialisierten Arme und Hände und Füße nicht mehr und entwickelte sich über Generationen hinweg zu einem Zweibeiner, der sich durch das Aufrichten auch einen besseren Überblick verschaffen könnte. Ja, leben denn Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse und Co. nicht noch immer in den Bäumen und im dichten Buschwerk? Andere Steppenbewohner laufen noch immer auf 4 Beinen und ernähren sich offenbar hervorragend. Aber nun kommt es richtig dick. Der Mitentdecker des Ardipithecus, Tim White, postuliert sogar, dass schon zuvor der Ardi, wie er genannt wird, zweibeinig über die Äste sich hangelte. Gerettet werden könnte diese theoretische Annahme dadurch, dass die evolutive Entwicklung der Homo-Arten von Afrika weg nach Europa verlegt werden. Zurzeit sind da die Funde von Gregopithecus am besten dokumentiert. Und schon bricht das nächste Paradigma ein. Auch die ältesten Urmenschen mit einer Werkzeugkultur, bisher in Ostafrika assoziiert, werden nun entthront. Ganz in der Nähe von Laetoli befindet sich die Olduvai-Schlucht in der Serengeti-Ebene. In einzelnen Schichtfolgen der verzweigten Schluchten finden sich in den oberen Segmenten Homo sapiens, dann Homo erectus, darunter Bosai und Homo habilis. In den bislang tiefgelegensten Schichten, die auf etwa 2,6 Millionen Jahre datiert werden, finden sich auch Steintechnologie. Doch nun stellten die Ausgräber fest, dass sowohl in Europa als auch in Asien Werkzeugfunde vorliegen, die gleichzeitig vor 2,6 Millionen Jahren hergestellt wurden. So hält Professor Böhme fest, die Paläoanthropologie benötigt deshalb dringend neue Hypothesen, wie sich die aktuellen Datenlage sinnvoll ordnen lässt. Vielleicht benötigt die Paläoanthropologie einfach nur einen offeneren Blick auch mal in Richtung Paläoceti. Ja, und das größte Rätsel natürlich die Sprache. Sie werden das wahrscheinlich mitverfolgt haben. Es gibt ein Gen, FOXP2, das im Vergleich zu allen anderen Lebewesen der Mensch mit einer bestimmten Sequenz hat. Und genau an dieser Stelle entsteht Sprache. Wie kam es zu der Veränderung von FOXP2? Nun kommt eine weitere Entdeckung dazu. Anfang September dieses Jahres gab das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen bekannt, dass ein Gen entdeckt wurde, dem wir unser großes Gehirn verdanken. ARHGAP11B kommt nur bei den Menschen vor. Und es ist dafür verantwortlich, dass der Neokortex wächst. Jetzt wurde dieses Gen
bei Hirnorganoiden von Schimpansen implantiert. Und siehe da, die Gehirne wuchsen. Machte man dasselbe bei Organoiden von Menschen, schrumpften sie auf die Größe von Schimpansen. Ein Gen, das eingeschaltet überragende geistige Fähigkeiten entwickeln lässt, ausgeschaltet das genetische Erbe des Homo sapiens auf Menschenaffenniveau sinken lässt. Ein Trick der mysteriösen Evolution durch Selektion und Mutation. Da stimmt etwas nicht mit der Intelligenzwerdung des Menschen. Die Mythen der Menschheit schildern immer wieder, dass die Eingriffe am Menschen durch Götter vollzogen wurden. Sind wir mittlerweile selbst in die Nähe dieser Götter geraten? Es ist höchste Zeit, meine Damen und Herren, die Evolutionstheorie einmal wirklich zu prüfen. Heute werden wir mehrere Referate, Vorträge hören von hervorragenden, intelligenten Menschen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten unserer Vergangenheit befassen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, neue Ideen. Tauschen Sie sich aus und gerne auch mit den Referenten natürlich, mit Erich von Däniken, mit Andreas Kirchner, der die Moderation wieder übernommen hat. Vielen Dank. Vielen Dank der Technik. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag.